Die Bundesregierung will im kommenden Jahr mindestens 75 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das hat Entwicklungsministerin Schulze angekündigt. Die eigene Impfkampagne werde aber trotzdem nicht eingeschränkt, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im noch laufenden Jahr hat Deutschland bereits 100 Millionen Dosen gespendet. Forderungen auch aus der eigenen Partei, den Patentschutz für die Impfstoffhersteller aufzugeben, das lehnt Schulze weiterhin strikt ab.